freue mich. Mega Aussicht. Lukas wieder in front. Der Mal da. Ja! Oh. Wow! Oh, yes. Nein, was für ein Mini GoPro ist mit Lukas auf dem Helm, ey. Was für ein crazy shit. Hey, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Und ich sage euch, heute wird ein spezieller Tag. Ich bin schon leicht nervös. Heute wird geil. Ich bin da zu Lags. Und wir sind heute für Graubünden Bike da unterwegs. Und zwar mit niemand anderem als dem Lukas Knopf. Wir kennen uns schon. Wir sind letztes Jahr mal zusammen gefahren in der Lenzer Heide. Die meisten von euch haben das Video wahrscheinlich schon gesehen, wo wir im Bikepark zusammen shredden und ein paar Fotos machen. Jetzt das zweite Mal mit ihm unterwegs. Eine rechte Ehre für mich. Ich zeige mir jetzt hier Trails ein bisschen in Lags, Flims. Wir haben jetzt auf dem Plan zuerst einen Shuttle rauf auf Natschens, nachher den neuen Natschens-Trail fahren. Nachher haben wir extra für uns eine Bahn gekriegt, um auf den Krabs und John raufzugehen. Und nachher haben wir noch ein paar andere Trails geplant, Mutasura und vielleicht noch Runka-Trail. Nicht wirklich Secret, aber so wirklich die Highlights da von der Region gehen wir ihm jetzt auch zeigen. Ich nehme euch mit. Wir machen beide einen Vlog. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Shuttle. Yes. So, jetzt ist Lukas auch da. Das wird gut. Good morning. Ja. Jetzt haben wir alles dabei. Ja. Das ist unser Shuttle. Die nehmen uns da schnell mit. Jetzt geht's ab auf Natschens. Ich habe zur Not mal noch meinen Schlauch geholt. Falls was passiert. So Enduro. Ja. Oh yes. Kleiner Schnupf-Zwischenstopp da auf dem Uphill. Nein, noch nicht los. Illegale Päckchenübergabe da. Behind the scenes da. So geht das. Jetzt, oh yes. Nice. Wir sind jetzt da am neuen Natschens Trail. Shuttle hat uns jetzt gerade abgeladen. Viel weiter geht es nicht mehr rauf. Wir sind ziemlich am Top. Ab nächste Woche ist dann da auch, ab dem Samstag eigentlich, ist dann da täglicher Betrieb und die Sommersaison eigentlich so eröffnet. Jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Das Wetter ist ein bisschen wechselhaft. Am Abend kommt es vielleicht sogar noch regnen. Und ich bin schon mega gespannt auf den Trail jetzt. Ich auch. Freue mich. Mega Aussicht. Ja. So gut. Wir sind ready. Ready to go. Noch ein paar Bilder gemacht. Ich fahre jetzt da mal voraus. Lukas, innen rein. Ab geht's. Let's go. So. Ich bin noch nie Natschens Trail gefahren. Bin jetzt recht gespannt. Ich habe einen Haufen Positives, einen Haufen Negatives Feedback gehört. Aber das ist eigentlich schon mal geil. Yo! Oh yes! Gerade mal blind in den Jump rein. Und wir sind jetzt da auf etwa 6 km Länge. Ciao! 6 km geht der Trail. What the fuck? Es windet gerade recht krass. Ich hoffe, ihr versteht mich. Da gibt es, glaube ich, auch noch neue Jumps. Die Japaner sind aufgestellt, sie sind noch am Bauen hier. Yo! Genau. Das ist ein Bauer, Basil ist auch da. Nein, Ueli ist da. Ciao zusammen. Der Sprung oben war gleich geil. Ja. Erste Sprung gerade mal geil. Alright. Jetzt geht's wieder los. Der Trail hat Velo Solutions letztes Jahr gebaut. Und zwar ausschließlich mit Akkubaumaschinen. Also Akku, also Elektrikbagger. Elektrik-Vibroplatte, nur mit Elektroautos auf den Berg rauf. Und es ist geil. Geile Turns, macht Spass. Eigentlich peinlich, bin ich das erste Mal jetzt da gerade am Fahren. Und jetzt Lukas hinten drin. Witzig eigentlich, dass das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, habe ich noch kein YouTube gemacht, erst zwei, drei Monate später, im Herbst, Winter. Nein, gefangen! Fast neben rausgefahren. Fühlst du es? Gut. Geile Aussicht. Ich habe vergessen, die Brille anzulegen. Ich bin nervös. Geile, dieses Wunder. Ich fahre lieber mit
Full Face. Falls man stürzt. Ja. Shark Fin. Jetzt Lukas in front. Er wird shredden, nicht zu lange Pause machen. Man merkt. Yeah! Und am Paddeln, das sehe ich. Yes! Geil! Okay. Sick, let's go! Ich gehe wieder voraus. Noch schnell Thumbnail gemacht. Oh yes! Die Kurven sind eher flach, aber es geht recht geil zum Fahren. Die Erde ist recht gut. Ich bin am Anfang eigentlich immer skeptisch von so gebauten Trails. Aber es funktioniert recht geil. Flowig, verspielt auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben sie echt einen guten Job gemacht. Wie die meisten ja wissen, bin ich 5 Jahre lang bei Velo Solutions gewesen. Jetzt aber seit bis über einem Jahr nicht mehr. Letztes Frühling dann gehört. Und yes! Ja, was macht? Fuck! Ah! Ich bin komplett nass im Gesicht. Ah! Einmal voll gespritzt. Wo geht's jetzt weiter? Lukas Knopf auf Murmeltierjagd. Lukas Knopf entdeckt die Wildnis. Wir wechseln uns ein bisschen ab, da, dass wir beide mal jemanden vorne dran haben. Weil es ist natürlich cooler zum Zuschauen. Darum jetzt Lukas wieder in front. Er ist das erste Mal da. Ja! Ich habe gerade gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Slopestyler so gut Enduro fährt. Aber er sagt, er fährt recht viel, er fährt recht gern. Und ja, halt so als Abwechslung zwischen den Contests oder zwischen den Trainings fährt er gerne mal auf den Fullies. Und ich finde, das sieht man extrem. Ihr einer von den technisch besseren Fahrern da. Yes. Das erste Mal hier in Flims Lags war vorher Lenzer Heidt. Ich muss ihm unbedingt mehr von hier zeigen. Jo! Yes, Alter! Oh, yes! On fire! Nice Rock Gardens da drinnen. Oh yes! Voll erst außen vorbei, das ist Memo. Geil! Dick! Yo! Yo! Shredden! Yeah! Nächste Teil, ich gehe wieder voraus. Es haben sich ein Haufen gefragt, wieso fährt Lukas Knopf kein Pockhelm mehr? Und jetzt habe ich gerade mal schnell gefragt. Vielleicht machen wir nachher auch noch ein Q&A, weil ich habe echt Haufen Nachrichten gekriegt. Oha, Getty rausgeflogen. Das ist gerade gut, weil dann können wir dort runterspringen. Dann wäre ich das glaube ich nicht. Boxen stoppen. Jetzt dieses River Gap oder irgendein Gap. Wo sind wir gewesen? Eben, Lukas hat angeboten, zum vielleicht noch ein Q&A machen. Übelst nice. Mal schauen, ob wir noch Zeit haben, weil er hat noch recht Programm am Abend nachher. Oha, Scheiße. Nicht mit Redline. Das ist halt, wenn man das erste Mal fährt. Yo, slippery über da. Über die Wurzeln. Oh. Yes! Recht natürlich gehalten. Und jetzt habe ich vergessen, euch zu erzählen, wegen dem Pock. Die haben eine richtig kompliziert und recht uncoole Aktion, wie ich finde. Und jetzt hat er halt keinen Helmsponsor mehr und kann nicht fahren, was er will. Auch nice. Yes! Ich habe mir gestern noch den Fuß vertrampt. Ich habe mir gestern dummerweise noch den Fuß vertrampt. Und das Peinlichste ist, dass ich es mit Scooterfahren gemacht habe. Ich war gestern Nachmittag am Coachen in Uetigen in der Bikehalle. Und habe so eine Privatlektion am Anfang, ganz am Anfang. Und in der ersten Viertelstunde haben wir so eine Challenge gemacht.
mit so aus einer Quarter raus, so ein Tranny und ein Tailwhip. Und ich habe jetzt hier im Winter ab und zu mal das Scooter ausgelenkt und bin einfach ein bisschen gefahren. Und dann bin ich da ein bisschen blöd gelandet und voll umgeknickt. Also fett. Ja, geil. Steine und hier und da wieder mal so ein Gap. Aha. Bock gemacht. Ja, wenn du den kennst, könntest du schon noch. Da geht auch noch rocken. Mehr. Ja. Aber manchmal so Sachen, da hättest du vielleicht abziehen können. Aha. Alright, was kommt jetzt? Double Pale Whip Drop in. Ja. Ah, Crankflip, alright. Oh yes. Yep. Er da grad. Oh, mini Bremse. Fine. Er da grad crazy Crankflip Dropping gemacht. Oh yeah. Nice. Wow. Er wird da ein Sui machen. Yo. Die mal clean, vorher ein bisschen sketchy. Nice. Jo, nice. Okay, kleine Insta-Session gemacht. Jo! Sick! Oh, jetzt hängt der noch mehr auf da. Aha, gehen wir auf den alten Trail da. Yeah, Manuel in der Posten. Juhu! Da ist früher der Trail runter. Yes! High Speed! Juhu! Back on the Trail! Ich bin übrigens wieder mit dem Slash unterwegs, seit ich die neue Session habe. Bin ich eigentlich nur noch auf dem Session unterwegs. Jetzt aber für die geilen Enduro-Trails unbedingt auf Session gewechselt. Ja, wir haben ja nochmal einen Videopart gefilmt. Yeah. Oh. Wir haben ja nochmal einen Videopart gefilmt für Slash. Und da habe ich leider meine geilen Chrome Decals wieder müssen wegnehmen. Yo. Yeah. Und jetzt bin ich eigentlich wieder back on stock. Yo. Geil greasy da. Nein, ich muss sagen, haben es echt geil gemacht. Ja, für sie habe ich auch wieder zurück auf Luftdämpfer gewechselt. Jetzt aber wieder back auf Coil, einfach die Decals nicht mehr drauf. Weil die kosten doch noch recht viel. Ja, fast Freeride da zwischen den Bäumen durch. Die Decals, alles zusammen, kommt doch auf irgendwie fast 70 Stutz. Darum haben wir gesagt, weil im Mitte Juli vielleicht schon mein neues Slash kommt, mein Project One, bestellen wir jetzt nicht mehr extra Chrome Decals fürs Slash. Schade, habe ich die schon drauf gehabt und kurz nachher wieder weg tun, aber ja noch. Oh, geil, ey. Sonne, mit Sonne habe ich nicht gerechnet. Jetzt ein Detail, kenne ich irgendwie. Ist das noch vom Alten? Er geht gut. Yeah! Yeah! Er geht gut ab, echt Respekt. Und was ich ganz geil finde, ist, dass er Schweizerdeutsch versteht. Ich kann also einfach ganz normal reden und er versteht alles. Echt nice. Ah nein, da kommen wir sonst aber Green Valley. Yeah. Lukas geht gerade nochmal voraus. Den Teil kenne ich auch schon. Yeah. Ja, yeah, du bist echt flott unterwegs, Mann. Respekt. Ja. Yeah. Jetzt da vorne könnte dann der alte Hip. Mal schauen, ob der noch im Trail integriert ist. Mal schauen, ob der Knopf da den nimmt, falls er kommt. Ja. Yeah. Echt korrekter Typ. Mega nett, mega freundlich. Mega am Boden geblieben. Mit über 400.000 Abonnenten auf YouTube. Crazy. Und, was ich nicht gewusst habe, er macht erst seit 3 Jahren YouTube. Ich habe gemeint, er macht das schon viel länger. Er hat mit irgendwie 300 Abonnenten dann angefangen. Und es ist ähnlich gegangen wie bei mir. Yeah!
Und nachher ein Video plötzlich viral gegangen. Put out! Yeah. Er nimmt ihn. Er hätte ihn genommen. Ja. Ich habe die ganze Zeit darauf gepokert, wenn wir zu dem Hip kommen, ob du ihn echt nimmst oder nicht. Dude, nice war's. Ja, nimm die nochmal. Hör cool. Ja, dann kannst du endlos Witze senden. Da. Das ist ja besser, wenn man so kommt. Straight, ja. Ist früher auch so gewesen, ja. Woo! Wow, oh, jetzt habe ich warm gekriegt. Ja. Wir merken jetzt auch, dass wir weiter runtergekommen sind. Hier oben war es schon noch gerade kühl. Okay, wir machen da wieder eine kleine Hip-Session. Yo, nice! Ey, mit dem Typ fahren ist schon crazy. Er haut einfach überall Tricks raus. So ist dann ein bisschen links, dass mein Schatten nicht so drinnen ist. Zweiter Send, oh shit! Alter, und einfach so safe. Nächste Trail, jetzt gehen wir da an. Wenn ich mich nicht täusche, ins Green Valley. Und das ist einer von meinen Lieblingsteilen hier. Wuhu, Highspeed! Yo! Oh, jetzt muss ich da. Eigentlich muss ich mich nicht gross darauf konzentrieren, dass ich Lukas davor fahre, weil eben, er fährt echt gut. Jetzt habe ich aber gerade schnell ein bisschen krass Gas gegeben. Juhu! Da, es hat in der Nacht geregnet. Da über die Wurzeln. Einfach laufen lassen. Hey, da geht es am besten. Juhu! Boah, wir haben noch so viel vor. Jo! Vorderrad schnell weg, slippert. Wir haben noch so viel vor, wir sind schon so lange am Fahren. Wir haben so viele coole Sachen gefilmt und gemacht. Und wir haben noch so viel vor. Mal schauen, was das langt. Was das langt. Yeah. Oh. Yes. Liebe die Trails. So. Wow, wow, wow. Oh. The dream. Living the good life. Living the dream. Ja, kann rein zu ballern da. Juhu. Ah, und jetzt kommen wir noch in den Runca Trail. He? Runca Höhe sind wir jetzt da. Jetzt könnte ich eigentlich gerade schnell meine Wasserflasche füllen. Weil die habe ich noch nicht gefüllt. Oh. Jo, das ist Baller Trail da. He? Das war schon technisch. Nasse Wurzeln. Das ist Bergwasser. Panorama. Was war das jetzt, die Hälfte von der Strecke, oder? Ein bisschen mehr als die Hälfte, okay. Ja. Jetzt könnten gefühlt hier 4 Videos draus machen. Gell? Lukas entdeckt die Natur Teil 2, jetzt am Kühefilmen da. Switzerland is good. Gerade noch vom Brunnen getrunken, richtig, richtig geiles, kühles Wasser. Flimserstein da im Hintergrund, jetzt gehen wir dafür einen Runca Trail. Lukas entdeckt Natur Teil 3. So, jetzt sind wir den unteren Teil Runca Trail noch gefahren und wir haben dort gar nicht mehr gefilmt, weil bei uns steht auf dem Plan noch nachher zusammen den ganzen Runca Trail fahren. Ich bin dafür aber am Lukas vorausgefahren und ich glaube, es hat ein paar richtig geile Kurven noch drin gehabt. Also Sepp, wir müssen sowieso unbedingt sein Video dann noch auschecken. Oder wie viel machst du? 1, 2? Eigentlich 1, vielleicht sogar 2. Ja. Ich muss auch mal nachschauen, wie viel es gibt. Ja. Jetzt haben wir noch rund eine Stunde Zeit, bis unsere Bahn auf den Krab geht. Dann laden wir noch schnell Batterien, laden, vielleicht noch etwas essen, je nachdem. Und dann sehen wir uns, ich würde sagen, nachher auf dem Krab, auf 2200 Meter, wenn ich richtig bin. Peace out! So, das Rock Resort hinter uns. Jetzt sind wir in der Spezialfahrt, in der Gondel, hier auf den Krab. Und ich gehe gerade mal oben raus, da schauen. Yeah. Wir haben inzwischen auf die Downhill-Bikes gewechselt. Ich bin jetzt mit dem Track Session unterwegs. Und der Lukas mit seinem Roses Soulfire. Wir sind am Startbogen vom Neverend Trail. Lukas muss sicher nachher noch den Kopf einziehen, er ist recht tief. Er, der so gross ist. Ihr seht, ihr habt vielleicht schon in der Story gesehen, dass ich meinen Helm umlackiert habe. Und wenn jetzt die Sonne drin scheint, oh, es sieht so geil aus. Hinten mit so blauem Glitzer. Richtig stoked. Es kommen noch ein paar mehr Kleber drauf. Ich habe noch etwas, wo ich noch nicht ganz fertig bin. Jetzt Jungfernfahrt, jetzt never end. Ihr seid auf dem Chesty beim Lukas hinten drauf. Ich fahre voraus und dann wechseln wir wieder, so wie vor. Gonna be sick. Geil. Let's go. Juh. Wir sind auf den Downhillers, jetzt der never end Trail. Aha, da geht's durch. Bin ich auch schon ewig lang nicht mehr gewesen. Richtig geil, jetzt hier wieder mal fahren.
frisch aus dem Winterschlaf geweckt. Jumpline sage ich anscheinend neu geshaped. Bin ich gespannt, wie es denn dort aussieht. Nicht verwirrt sein, wir sind auf dem Chesty mit Lukas hinten drauf. Ton ist aber bei mir. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin schon froh, dass ich den Hilder genommen habe. Juhu! Da ist sogar noch Schnee. Ah. Juhu, was für eine Aussicht. Crazy. Lukas ist übrigens da für die Challenge mit dem Claudio Calori. Also für Graubündenbike. Wir den Claudio herausfordern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Und wir sind dann morgen da zwei Tage am Shooten. Ja. Für mich heisst es dann morgen Session im Bike Kingdom auf der neuen Grizzly Line vom Flying Grizzly Bear. Ja, bis jetzt hast du mich ja noch verschont mit den Nipple Twister. Ja? Lukas hat nämlich geschrieben, in meinen Fragen zu Lukas, wie viele Nippeltwister ich wohl kriegen werde von ihm. Geiles Sieg. Wow. Get into the rocks. Er hat gerade gemeint, er fährt so Zeug lieber mit dem Enduro. Ich bin jetzt doch froh, dass ich den Hiller da. Ja, wenn es einfach rough ist. Er hat gemeint, er kommt lieber besser um Kurven herum. Aber jetzt, Geschmackssache. Jetzt wieder Schnee. Erfrischend. Alles gut? Ja. Grizzly Line, er hat dort geholfen, die zu designen. Nicht wirklich helfen mit bauen. Aber die sind jetzt am Bauen noch nicht ganz fertig. Lukas war gestern dort schon am Fahren. Finden sie richtig geil. Wir gehen Mountainbike gefahren und ein Video filmen. Yes. Woo. Wow. Die haben halt kein Plattenzeug dabei. Da. Aufpassen, da ist früher Trail Fox aber mit dem Massenstart vom Never End. Yeah. Jo, oh nice, so flowig da. Und es ist Sommer, es ist warm. Da oben am Top war schon gerade ein bisschen frisch gewesen. Aber jetzt, nice. Da schnell Gas geht, um ihm dann anzukommen. Das finde ich recht geil. Dass wir nicht wirklich aufeinander Rücksicht nehmen, einfach shredden. Ja! Wie geil! Einmal Vollgas durchs Bachbett. Jetzt auf der Ridge führen und schon bald sind wir dann im Wald. Und später kommt eben dann die Jumpline. Jetzt sind wir wieder bei mir auf dem Chesty. Und ich habe auch noch die Kamera von Lukas bei mir auf dem Helm, um immer mal hin und anfahren. Weil das ist sicher auch cool. Er hat auch gesagt, er kommt wahrscheinlich mehr jetzt hier in die Schweiz gefahren. Ist da in Kontakt mit dem Bike Kingdom. Mit Corina, grüß gehen raus. Ja, jetzt kommt sie, ja. Da ist die Jumpline. Das ist eben neu gebaut. Jetzt können wir es, glaube ich, zuerst mal anschauen. Oder fahrt er echt schon drin? Yo! Roller. Yes! Oh, nice! Sieht ja übelst nice aus! Wow, der Takeoff war mir gerade ein bisschen zu sketchy. Yes! Oh, shit! Er geht einfach first try! Massive Hang-Up! Oh, shit! Alter, der kennt ja nichts. Der kennt nichts. Der sehe ich. Ich wäre jetzt dort noch einmal, zweimal aufgestoßen. Hat mir das erst mal angeschaut. Der eine Takeoff war mir leider ein bisschen zu sketchy gewesen. So für First Try. Oh shit. Das war Jumpline gewesen. Das war geil. Alter, du Psycho. Du, Alter. Komm nicht klar. Aha. Da oben das Gap habe ich gerade so geschafft. Dann danach. Oh ja. Muss ich nicht weiter. Let's go. Alright, was für eine mini GoPro ist mit Lukas auf dem Helm. Hey, was für ein crazy shit. 600 Höhenmeter. Ui, straight up. Oh. Voll mit dem Gesicht in Astri. Ja, ja. Oh.
Yes. Man, wieder duscht. Recht cool. Zum mit einem fahren, der auch YouTube macht. Hat Lukas auch gesagt. Fühle ich, ja. Hallo. Ist das deiner? Ah. Ihr seid am Rausputzeln, gell? Nein. Du, Jumpline ist geil oben. Ja, Mann. Geniessen Sie noch. Ihr auch. Viel Spaß. Merci. Prinz Luke! Guten zusammen! Tschüss! Jetzt aber mit Speed! Yes! Tail Tap mit dem Downhiller in der Bowl! Oh yes! There we go! So, das wär's gewesen von den ersten zwei Runs da mit dem Lukas Knopf in Laax. Ein richtig geiles Trailgeballer und wahrscheinlich schon genug für das erste Video. Darum machen wir da jetzt einen Cut. Und das, was jetzt kommt, kommt immer ein neues Video. Das seht ihr dann anschliessend. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran gewesen. Kommentieren etwas Cooles und dann sehen wir uns im nächsten. Bis zum nächsten Video. Ich glaube, es wird jetzt nochmal richtig geil. Ja. Er hat mir viel versprochen. Ich glaube, der Trail wird geil. Peace out und bis zum nächsten. Ciao, ciao.